Ja, meine Kinder, was geht ab? Ja, ich muss schon ein bisschen lachen, wenn ich an diese Ausgabe denke. Zu einem, weil ich komplett ausrasten könnte, weil nur Henderson oder Soyuncu kommen. Oder weil wir endlich mal so etwas wie Päckluck haben werden. Klar, wieder untauschbar. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber im Vergleich zu den vergangenen 6-7 Monaten, Päckluck. Yo, denn wir haben die Weekend League Rewards am Start. Gold 2 natürlich. Habt ihr ja im letzten Video rausgefunden. Schwitzomania Weekend League hoch 100. Aber Gold 2 geschafft. Dann haben wir das garantierte Team of the Season Pack abgeschlossen bei der Premier League. Und ja, paar Packs haben wir auch noch am Start. Ich bin gespannt. Und ich habe die eigentliche Begrüßung abgebrochen. Yo, meine Kinder, was geht ab zur 70. Ausgabe von unserem Road to Glory? Und das ist relativ lustig, denn die 69. Ausgabe ist noch gar nicht online. Die war für heute vorgesehen mit einem neuen Team, ne? Aber ich habe da zu dem Zeitpunkt noch gedacht, dass die garantierte Team of the Season Squad-Building Challenge der Premier League am Donnerstagabend kommen wird. Und dann wollte ich das Ganze am Freitag eben aufnehmen bzw. ausstrahlen. Ja, jetzt ist es am Mittwochabend schon gekommen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, dann machen wir jetzt auch gleich die Rewards am Donnerstag. Und das Team, also die 69. Ausgabe, die kommt dann morgen. Also, falls ihr euch dafür interessiert, was Schibi denn so Schönes hat. Was Schibi so Schönes hat, das klingt komisch. Schönes Team hat, so rum dann vielleicht. Dann schaltet morgen wieder ein und lasst euch von den Coins nicht beirren. Das sieht jetzt so aus, als hätte ich Kevin De Bruyne oder so gekauft. Nein. Ja, habe ich vielleicht unter Umständen noch vor, weil der ist überkrank. Aber nein, viele stecken da unten noch drin als Invest, Flipping Invest. Und da werde ich einiges wieder Donnerstagabend jetzt und Freitagabend verkaufen. Und ja, dann haben wir, denke ich mal, wieder so um die 3 Millionen Coins. Aber trotzdem ist das neue Team krass. Das möchte ich mit dazu sagen. Das ist kein Vergleich zum bisherigen Team. Yo. Ja, und zum garantierten Team of the Season Pack sei noch gesagt, da haben ja viele EA gehatet, weil ich glaube, es war ein 88er Rating. Aber ich muss sagen, ne, ich weiß, viele stellen mich hin, als würde ich EA immer nur kritisieren, aber ich muss sagen, ich fand es berechtigt, denn die Challenge kostet, glaube ich, umgerechnet 300.000 Coins ungefähr. Und alle, wirklich alle außer zwei Spieler, sind über diesen 300.000, so viel ich weiß. Eben Henderson und Soyuncu. Selbst ein Robertson und so weiter sind über 300.000. Und deswegen finde ich das Value dieser Squad Building Challenge fair. Klar, ist ein 88er Rating. Und viele mussten ewig krass einkaufen, ne? Weil sie halt ihre Spieler davor für die Foot Birthday und Shapeshifter und was weiß ich nicht, SBCs, die absolut kein Value hatten, dafür eben schon ausgegeben haben. Wer hat das nicht gemacht? Schibi. Wer hat für diese Challenge nur 40.000 Coins gezahlt, weil er noch Piqué gebraucht hat? Schibi. Ja, so ist das, wenn man halt die untauschbaren Spieler der letzten 3-4 Monate angesammelt hat. So Dybala, Handanovic war mit dabei. Ich habe auch einen Ødegaard abgegeben, Future Stars, weil ich werde ihn nicht mehr spielen und ich werde ihn auch nicht mehr brauchen. Irgendwann muss man sich halt mal trennen können. Und so musste ich mir tatsächlich nur Piqué kaufen und die Challenge hat mich 40.000 Coins gekostet. Von dem her, was will ich mich beschweren? Super. Und Trading war auch wieder möglich. Das muss man auch sagen, ne? Ich habe ja das angesprochen mit 1 Million Coins Gewinn machen in 30 Minuten zum Team of the Season wieder. Gestern war da so ein Zeitpunkt, hätte ich gesagt. Da ist auch wieder, wer was, Busquets ist von 45.000 innerhalb von einer halben Stunde auf 65.000, 70.000 gestiegen. Das war schon krass. Muss man halt dann in die richtigen Spieler investieren, ne? Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit den Player Picks. Ob wir wollen oder nicht. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausraste? Es wäre schön, wenn irgendwas fürs Team dabei ist, weil im neuen Team kann ich schon mal spoilern, sind Team of the Season Karten. Aber ja, ich will eigentlich gar nicht drücken. Ich will eigentlich gar nicht drücken. Hat sich das ultimative Gold 2 Schwitzen gelohnt, ja oder nein? Wir finden es heraus. Ich will aber zuvor wieder meine Uhr abmachen, weil klappert wieder wie Klapperstorch. Okay. Let's go. Ja. 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 Alisson ist noch unter 300.000 wert. Das habe ich vergessen. Kovacic
ist der krasseste vom Spielen her, aber den werde ich nicht in mein Team einbauen. Weil der ist halt einfach scheiße zum Linken, sind wir mal ehrlich. Und deswegen nehme ich Alisson. Und für kommende Squad-Building-Challenges, ne? Oder vielleicht ein Premier League-Team, man weiß ja nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Mal gucken, ne? Das ist schon bitter. Du hast einen 97er Red Player Pick und kannst irgendwie gar nicht so viel damit anfangen. Unter Gönnen würde ich das jetzt nicht einstufen. Ist leider so. Beim Player Pick hätte ich halt dann doch gerne einen Spieler über 500.000 Coins mit dabei. Mahrez und Rashford oder Son. Son ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das war jetzt so ein Player Pick. Ah. Aber schauen wir mal. Yo. Yo, da sieht man, wie wichtig Gold 2 war. Wie wichtig Gold 2 war. Die hauen uns hier drei Saudis rein. Drei Saudis und fucking Alexander Arnold, Digga. Da muss man doch mal sagen, yo, yo, das akzeptieren wir. Viel ist mir viel lieber als Robertson, weil Robertson hat nur 2 Sterne schwacher Fuß. Und ja, Alexander Arnold 4. Und der wird Mbabu wohl... Sorry für die offensichtliche Geste, aber... Yo, yo, der hat glaube ich auch 99 Ausdauer, oder? Yo, roter Alexander Arnold, okay, also da muss ich sagen, klar, es war jetzt nicht der Wunsch der Wünsche, diese Player Picks, aber Alisson und Alexander Arnold, Digga, yo, ich wiederhole mich, aber yo, das geht klar, ich muss sagen, dafür... dass wir so geschwitzt haben und an uns selbst verzweifelt sind. Ja, die Player-Picks gehen klar. Man könnte jetzt noch einen Van Dijk kaufen, wenn der nicht überteuert as fuck wäre. Dann hätte man hier ein schönes Dreieck hier schon mal zum Linken. Aber ja, das werden wir noch herausfinden. Ja, dann hätte ich gesagt, schau mal im Schnelldurchlauf wieder durch die Packs. Wir haben auch ein 100k-Pack am Start, aber das ist Rivals Meilenstein gewesen. Und der Rest nicht so. Und am Ende gönnen wir uns hier noch die garantierten Tod-Spieler und... 2 Premier League Upgrades konnte ich 2-mal machen durch untauschbare, seltene Premier League Spieler, habe ich mir gedacht. Jo, da machen wir es mal, aber ich bin da niemand, der für die Challenge jetzt, was kostet die, 30.000 Coins oder so ausgibt. Ne, das da nicht. Aber schauen wir mal schnell in die Packs. Was? Das ist jetzt kein Tod-Spieler, oder? Doch, da ist jetzt. Jetzt habe ich kurz gedacht, jetzt kommt Alisson nochmal, Digga. Jetzt habe ich kurz gedacht, jetzt kommt nochmal Alisson, Digga. What the fuck? Das war doch ein ganz normales Pack. Ich habe mich jetzt nicht verdrückt, oder? Das war jetzt nicht mein garantiertes Team of the Season Pack, oder? Nein, war es nicht. Digga! Digga, das war einfach nur Goldspieler-Set, glaube ich. Mit 3 seltenen kommt es hin. Yo! Ist aber nicht tauschbar. Ist untauschbar. Oh, was jetzt nicht so schlimm ist, weil was kostet Henderson? Weiß nicht. 50.000 ungefähr. Wir haben Team of the Season gezogen. Was wir eigentlich die ganze Zeit wollten. Klar, den schlechtesten überhaupt von Premier League, aber wir haben gezogen. Punkt. Und untauschbar auch noch. Aber wir haben ihn gezogen. Funkel, Funkel. Mit Tovar nicht. Auch nicht Griezmann, Dembélé dann, oder? Yo. Oblak. Yo, was ist da los? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Okay. Ja, aus den Gammelpacks dieses Mal. Oblak, Team of the Season Spieler. Wow. Ne? Gut, bestätigt so meine Vermutung oder meine Erfahrung, dass die Gammelpacks eh immer besser sind als die 150, 125 K-Packs. Aber nun können wir uns noch überzeugen lassen von 2 seltenen Megapacks und 100 K-Pack. Onana, mal wieder. Ja, bevor wir weitermachen, lassen wir mal schnell die Kehrmaschine durchfahren. Super, was ist heute los? Sogar in den Megapacks sind heute solche Spieler. Das ist jetzt nicht überkrass und ich bin nicht reich, aber vergleicht das mal mit den vergangenen 50 Pack-Openings. Da sah das nicht so aus. Untauschbares 100k-Pack, da will ich einfach nur irgendein hohes Rating. Squad-Building-Challenge-Futter, mal gucken. Brasilien. Innenverteidiger. Saudi. Saudi Team of the Season 85. Rossi. Ja.
ist jetzt nicht das, was wir unbedingt brauchen, weil kein hohes Rating. Aber irgendwann könnte es ganz nützlich sein. Und Suarez, genau das meine ich, mehr wollen wir doch nicht. So Freunde, jetzt wird es nochmal ernst, aber wir gönnen uns zuerst den Saudi-Spieler, welcher hoffentlich jetzt nicht nochmal derselbe ist. Das wäre jetzt natürlich wieder unglücklich. Nein, ist es nicht, okay. Am Rabatt. Nehmen wir auch 88er, perfektes Futter. Okay, dann schauen wir noch schnell in die 8 Premier League-Spieler rein. Mal gucken. Nö. Sieht auch nach Nö aus, ne? Hat sich gelohnt, bin ich auch der Meinung. Zum Glück haben wir nicht mehr gemacht. So, und dann ist es soweit. Das letzte Pack für heute. Der garantierte Premier League Team of the Season so far Spieler. Yo, wie gesagt. Alisson und Alexander Arnold wären jetzt nicht so geil. Und Ding auch nicht, Henderson, den haben wir jetzt auch schon gezogen. Fehlt quasi noch Soyuncu. Muss Soyuncu sein. Mal gucken. Welche Flagge? Brasilien. Stürmer. Richarlison! Yo! Schmeckt das Trikot? Bin ich auch der Meinung, auf jeden Fall. Wow. Okay. Ich finde, von dem, was möglich gewesen wäre, von den Player Picks und dem garantierten Tot-Spieler, ist immer definitiv gut davon gekommen. Richarlison war, glaube ich, so krass halt wegen 5 Sterne schwacher Fuß. Kann das sein? 5 Sterne schwacher Fuß? Kann das sein? Yo! Und 4 Sterne Skills. Perfekt, Digga. Perfekt. Legumio. Hätte ich nicht gedacht. Schreibt gerne eure Player Picks oder euren garantierten Tot-Spieler in die Kommentare. Und ja, Richarlison, was war denn der überhaupt so wert? Ich hätte schon gedacht, der geht so Richtung 1 Million, oder? Durch 5 Sterne schwacher Fuß? Digga, der ist 1,7 Millionen wert. Was ist denn hier los? Der Typ ist 1,7 Millionen Coins wert. Was? Okay. Dann habe ich überhaupt nichts gesagt. Das ist ja sowieso klar. Und ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Wünsche euch, wenn mir irgendetwas. Haut rein.